Ah, Sebastiano sieht so gut aus und dann wurde ich wieder so schwach und Hallo, Schildkröten. Mir ist eingefallen, dass ich meinen Lesemonat Januar noch gar nicht gemacht habe. Also hole ich das jetzt nach. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Genau. Ist auch gar nicht so spannend für euch, weil ich euch, glaube ich, alle Bücher schon einzeln vorgestellt habe, bis auf eins. Aber ist nicht schlimm. Das kann man ja trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Zwar sind es 5 diesmal geworden. Ist in Ordnung. Vor allen Dingen habe ich ja an diesem hier ewig lange gesessen. Juli C. Damit fangen wir gleich mal an. Juli C. Spieltrieb. Worum geht es? Es geht um Ada, die hochintelligent ist, also sehr intelligent, sehr intellektuell intelligent, hat alles gelesen, was man so lesen muss. Langweilt sich tierisch in der Schule, kommt dann auf eine neue Schule, lernt dort Aleph kennen, der ähnlich gestrickt ist wie sie. Und zusammen entwickeln sie so eine Art Spiel, das noch einen Lehrer mit involviert und ja, dann eskaliert alles so ein bisschen. Und das ganze Buch ist irgendwie schon spannend, die Figuren sind sehr, sehr interessant, aber ich fand, es hat sich sehr gezogen. Juli C. hat irgendwie all ihr intellektuelles Theorien, Wissen, was sie wahrscheinlich aus ihrem Jurastudium hat oder ich weiß es nicht, irgendwie hier ausgelassen. Und das, die Sprache ist manchmal sehr gewollt, intellektuell und schön. Und, boah. Also mich hat es oft sehr genervt und ich wollte es gegen die Wand schmeißen. Mehr dazu in einem Video, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt oder was ich hier jedenfalls nochmal verlinke. Ja, Juli C. Es ist ein emotionales Auf und Ab mit uns beiden. Dann habe ich gelesen Call Me By Your Name von André Achiman. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Ein wundervolles Buch, eine Liebesgeschichte über Elio. Spielt in den 80er Jahren in Italien. Elio kommt aus einer sehr intellektuellen Familie und der lernt irgendwann Oliver kennen, der ein bisschen älter ist. Elio ist 17, Oliver ist irgendwie, ich glaube, Anfang, Mitte 20. Und in einem Sommer, er ist ein Sommergast bei seiner Familie und sie verlieben sich ineinander, was erstens schwierig ist wegen der Homosexualität 80er Jahre Italien und keiner soll es so richtig wissen, denn natürlich vielleicht auch noch ein bisschen der Altersunterschied, aber ja, und es ist ein sehr berührendes Buch über die erste Liebe, über das Verliebtsein, wie tastet man sich aneinander an. Irgendwie auch sehr traurig, aber es ist nie kitschig und nie richtig tragisch herzzerreißend, sondern es ist einfach nur wunderschön. Eine unbedingte Leseempfehlung, ausführliches Video, wird auch verlinkt. Dann haben wir Katie von Christine Wunicke. Ein Buch, was mich nicht wirklich überzeugt ist, hat, was ich immer noch schade finde, denn es ist so ein schönes Thema. Es spielt in London im 19. Jahrhundert und es geht um Wissenschaft und Mysterien und Geisterbeschwörung und solche Dinge. Und das war eine Zeit, in der Wissenschaft und all diese esoterischen Sachen, nenne ich es jetzt mal, weil mir gerade der richtige Wort ist, der richtige Begriff nicht einfällt, ineinander gegriffen haben. Und es geht um Katie, einen Geist, der beschworen wird durch eine junge Frau, ein Medium, die Geister beschwören kann. Und Katie ist eine ehemalige Piratentochter, die irgendwie als Geist dann alle Protagonisten so ein bisschen beeinflusst. Ich bin irgendwie an das Buch nicht herangekommen. Mich hat es nicht gepackt. Ich fand es irgendwie nicht richtig spannend. Es plätscherte irgendwie so ein bisschen dahin. Und ja, auch dazu gibt es ein ausführlicheres Video. Ich finde es immer noch schade, weil die Thematik finde ich eigentlich immer noch total schön. Aber irgendwie hat mich Wunicke nicht gepackt. Auch der Humor, über den ich so oft gelesen habe, ich habe ihn nicht gefunden. Schade. Es ist sehr schade. Dann habe ich gelesen The Colors of Milk, The Color of Milk oder Die Farbe von Milch von Nell Leyshon. Genau, das ging ja sehr rum, war sehr angesagt, Die Farbe von Milch. Ein sehr, sehr schönes Buch über Mary, eine junge Frau, die in einer ärmlichen Familie wohnt, ich glaube auch im 19. Jahrhundert. Und dann in ein Pfarrershaus kommt, um dort auszuhelfen, um damit für die Familie auch Geld zu verdienen. Sie ist der Frau sehr zugetan, die mögen sich sehr und sie ist da auf irgendwie eine Art auch glücklich. Und dann stirbt die Frau und der Sohn geht weg und sie ist alleine mit dem Pfarrer. Und ja, was dann passiert, müsst ihr lesen. Ein sehr, sehr kleines, feines und sehr berührendes Buch, aus der Ich-Perspektive erzählt von Mary, einer sehr einfachen Sprache, aber ganz, ganz wunderbar. Definitiv eines der Highlights in diesem Monat. Große Lesempfehlung, gibt es auch ein extra Video zu. Und dann, last but not least, habe ich gelesen den zweiten Zeitenzauberteil.
Die goldene Brücke über Anna und ihren Sebastiano. Und diesmal geht es ins 17. Jahrhundert, ich muss mal gucken, wann die da sind, nach Paris. Und das ist die Zeit von Kardinal Richelieu und den drei Musketieren. Und Sebastiano ist dort gefangen und erinnert sich an nichts mehr, nicht an sein richtiges Leben. Anna muss hin und ihn befreien. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich die drei Musketiere liebe. Ich liebe die Filme, habe als Kind alles geliebt, was mit Mantel und Degen zu tun hatte. Als Teenager auch noch. Und ich habe als Teenager die drei Musketiere gelesen und auch Der Mann in der eisernen Maske. Und Der Graf von Monte Cristo, weil ich es alles so, so liebe. Und die Bücher kann ich auch nur empfehlen von Alexandre Dumas. Absolut großartig. Das Problem ist, wenn man die drei Musketiere von Alexandre Dumas gelesen hat, dann ist die Geschichte, die da im 17. Jahrhundert passiert, nämlich die ganze Collier-Affäre mit Königin Anne und ihrem englischen Liebhaber, natürlich nicht mehr so spannend, weil man weiß, wie sie ausgeht. Aber trotzdem ist das Buch unglaublich niedlich, weil es halt, es ist witzig und wie Anna da durch diese Zeit stolpert und immer so ein bisschen zu frech ist und ein bisschen zu vorlaut. Und das ist nett und es liest sich einfach kurzweilig und es hat Spaß gemacht. Genau, auch wenn sie mir manchmal ein bisschen auf den Keks geht mit ihrem Sebastiano sieht so gut aus und dann wurde ich wieder so schwach und ja, aber dafür ist es ein Teenie-Buch. Das ist schon in Ordnung. Ja, ich freue mich auch auf den dritten, aber den lese ich irgendwann, wenn mir wieder danach ist. Das Schöne ist ja, dass diese Bücher immer so sehr abgeschlossen sind. Genau, das war's mit meinem Lesemonat Januar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendeines dieser Bücher auch gelesen habt oder was ihr so im Januar gelesen habt. Genau. Und ansonsten denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter als ich bin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.